So, eine Minute bitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut, 1, 2, 3, 4. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Dirk Stermann. Hallihallo. Hallo. Dirk, wir beginnen wie immer mit der Frage, die wahrscheinlich jeder Kabarettist schon einmal gehört hat, nämlich: Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Ich glaube, eher untypisch, weil das nie ein Ziel war. Wir waren halt beim Radio und irgendwann hatten wir diese Radiosendung und dann hat Jimmy Dykes, hieß der damals, den kennst du wahrscheinlich nicht mehr. Jimmy Dykes war so ein windiger Hallodri, der hat dann gesagt, ja, wollt ihr nicht mal auf eine Bühne gehen? Und dann habe ich gedacht, wieso, wen soll das interessieren? Hä? Warum? Das war überhaupt nicht in unserem Kopf drin. Und dann hat er einen Auftritt in der Szene Wien damals gemacht. Und dann kann ich mich erinnern, dass wir am Nachmittag dort waren. Und ich saß auf einem Sofa und plötzlich war ich am ganzen Körper rot und meine Augen tränten und ich kriegte kaum mehr Luft und bin da erst drauf gekommen, dass ich Katzenallergie habe und auf diesem... Ah, ich habe schon gedacht, das war Lampenfieber. Nein, das war nicht Lampenfieber, sondern es war Katzenallergie, weil das war so ein Katzensofa und da haben halt Generationen von Katzen reingebrunst und ihre Haare vergraben und... Jedenfalls habe ich dann mit Tränen in den Augen, stand mir mit dem Manni Winter, das war der Chef von der Szene Wien, da und ich habe gesagt, ja, aber da kommt doch keiner. Und hinter ihm war sein Wandtelefon und das leuchtete immer. Und dann hat er gesagt, jedes Leuchten ist jemand, der Karten für heute will. Und dann waren wir ganz überrascht, weil es war dann eben knackevoll, urschlechter Auftritt. Natürlich, weil wir überhaupt nicht wussten, wie man auf einer Bühne, was man da macht. Zu Gast hatten wir, weiß ich noch, Richard Lugner und Mausi Lugner, die dann mit uns gemeinsam gesungen haben, wenn ich stehe an der Bar und habe kein Geld. Das weiß ich noch. Okay, ja, klingt aber, ich finde, das klingt ja, ja, einen guten Abend. Irgendwie gut. Ja, ich hatte ein Hausfrauenkleid an, wo man dann aber, das habe ich hinterher erst gehört, weil ich so breitbeinig dann saß, man immer... quasi meine Eier gesehen hat, die, das wusste ich nicht, das hatte ich nicht bewusst gemacht, aber Leute dachten, das ist jetzt auch nochmal so. Ah, okay, aber du hattest deine Boxershort an? Ja, eine Boxershort an, die aber zu weit war offensichtlich. Also eigentlich desaströs, aber das war so das erste Mal und dann haben wir gesehen, aha, interessant, da kommen Leute und dann so fing es an. Aber ihr wart damals schon sehr bekannt durch seinen Ohn Helga und so weiter, oder? Ja, sehr bekannt, weiß ich nicht, aber wir waren ein bisschen so bekannt, zumindest, dass Leute gekommen sind. Immerhin. Und dann waren wir in Linz im Posthof und noch irgendwo und dann kam die Abrechnung und es war grotesk wenig und dann hat der Jimmy gesagt, ja, aber ich muss dir die Plakate zahlen und das kostet alles Uhr und dann haben wir irgendwie gedacht, ja gut, dann bringt es das doch eigentlich ja überhaupt nicht aufzutreten, wenn man so wenig verdient und ich glaube, wir wurden über den Tisch gezogen sehr damals. Ja. Und der Jimmy Dykes, der war so ein Manager damals? Na, der hat nur diese drei gemacht, dann haben wir uns getrennt, im Guten vom Jimmy, der auch ein super Typ ist eigentlich. Und dann sind wir halt immer mal so aufgetreten, wenn Universitäten uns gefragt haben, dann sind wir halt, oder irgendwelche komischen Lokale irgendwo in Österreich. Und wir hatten immer so einen Einkaufssacker dabei, wo so Zetteln drin waren und so eine DAT-Kassette, glaube ich. Und haben halt immer irgendwie so, hatten kein Programm halt, wir haben halt irgendwas gemacht, so betrunken eher. Und dann irgendwann kam halt der Hornsel und gesagt, ja, wollt ihr nicht mal richtig auftreten, also eine richtige Tournee machen, dann braucht ihr aber ein richtiges Programm, weil ihr könnt nicht jeden Abend improvisieren, ihr müsst dann irgendwie, weil das haltet ihr psychisch nicht aus. Und ihr, nämlich ihr. Wir halten das, ja, Publikum vielleicht auch nicht, aber wir. und so wurde das dann quasi professionalisiert. Okay, und das hat ja ziemlich schnell geklappt, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, wobei ich glaube, wir sind schon jahrelang eben ohne Agentur immer mal irgendwo aufgetreten. Also, also FM4-Feste zum Beispiel? FM4-Feste zum Beispiel, aber wir sind dann eben oft so, ja, so, weiß ich nicht, Uni Graz, im Audimax und in Linzer Uni und Innsbruck Uni und wir waren oft so auf Unis auftreten oder eben in Beiseln, irgendwelchen Beiseln irgendwo und dann sind wir im 16. damals gab es die Vorstadt. Genau. Da sind wir viel aufgetreten. Das war immer lustig, weil dann da gab es ein Mini-Kammelt, wo man sich umziehen konnte. Ich kann mich erinnern, ja.
Und da konnte man aber die Tür aufmachte, die Eingangstür sind. Mhm. Und dann haben wir immer so, weil wir wussten ja auch nicht, kommen Leute oder nicht. Und dann haben wir immer so gezählt. 3 kommen rein, 2 gehen raus. Also einer. 2 kommen rein, 5 gehen raus, -2, so weit. Das war aber echt lustig. Mhm. Und habt ihr zu dieser Zeit noch Vorbilder gehabt oder habt ihr einfach euer Ding weitergemacht? Ich glaube, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, über die Bühne. Ich denke mal, dass wir damals beide vom Kabarett überhaupt gar keine Ahnung hatten, ganz wenig gesehen haben und es uns auch nicht so interessiert hat. Mhm. Ich glaube, wir fanden natürlich so klassisch beide damals Helge Schneider gut. Mhm. Und fanden aber sonst eher so andere Sachen gut, glaube ich. So Literatur fanden wir gut. Da ja. Waren wir uns einig, so dass so, weiß nicht, Neue Frankfurter Schule gut ist und Robert Gernhardt gut ist und so. Ich glaube, Studio Braun war auch noch so eine Sache, die immer in Salon Helge irgendwie gelaufen genau, ist. Genau, ja. Studio Braun, die fanden wir halt auch gut, die sowas Ähnliches halt in Hamburg gemacht haben. Aber wir haben uns ehrlich gesagt, glaube ich, das war auch, vielleicht war das gut, vielleicht war es auch nicht gut, wir haben uns das nicht überlegt halt. Wir haben auch immer gesagt, wir sind so quasi voll ironische Moderatoren, aber keine Kabarettisten. Also wir sind halt eigentlich Moderatoren. Wir sind, da wir vom Radio gekommen sind, haben wir auch auf der Bühne faktisch eine Radioshow gemacht eigentlich. Mhm. Also wir haben uns nicht überlegt, das ist es Bühne, das hat andere Gesetzmäßigkeiten oder du könntest andere Sachen machen. Ja, wir haben halt das gemacht. Aber ihr habt nie eine Ausbildung gemacht oder so? Na. Also nämlich auch keine Radioausbildung oder so? Wirklich gar nichts? Na, Radioausbildung, das Gute damals war, als wir zum Radio kamen, dass man einfach hingegangen ist und was vorgeschlagen hat und dann ging das. Also so völlig bizarr aus heutiger Sicht. Also es gab keine Workstations, keine Assessment Center. Man ist da hingekannt, jemanden, der dort war, der hat dann gesagt, ja, geh mal hin, red mal mit dem Chef da. Mhm. Dann hat man ihm was vorgeschlagen und dann hat er gesagt, ja, mach mal. Und dann warst du plötzlich beim Radio. Also, so war das. So war das, genau so war das. Und dann weiß ich noch, bei mir war das so, dass meine erste Sendung über Jan Palach war, diesen tschechischen Studenten, der im Prager Frühling sich verbrannt hat. Aha, okay. Mhm. Also politisch, also ich habe ja Geschichte studiert und wollte sowas halt. Mhm. Und dann war ich ein halbes Jahr, ich konnte ja nichts, habe ich halt irgendwie aufgenommen mit einem Aufnahmegerät von dem Vater eines Freundes und saß dann da immer und dann saßen immer mal so Leute im Abhörraum neben mir, wo man sich diese ganzen Tapes angehört hat und dann hat eine gesagt, wer bist du? Und habe gesagt, ja, ich mache das für Zickzack, hieß das, die Sendung. Mhm. Und dann hat sie gesagt, aha, glaube ich nicht, weil ich bin bei Zickzack, ich habe dich noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, doch, ist aber für Zickzack. Und dann hat sie gesagt, ja, dann komm doch mal zu Sitzungen auch, weil das wäre gar nicht schlecht. Ja. Und außerdem, kurzer kleiner Tipp noch, sag zu jedem Mahlzeit, wenn du ihn triffst. Das ist wichtig im UF. Dann habe ich das übernommen, habe halt zu jedem Mahlzeit gesagt, bin dann zu den Sitzungen gegangen und dann habe ich dann den Christoph dort auch kennengelernt. Ah ja. Nachdem ich ein halbes Jahr so für mich alleine an meiner einen Sendung gearbeitet habe. Okay. Und ihr habt euch relativ gut verstanden dann schnell, nehme ich an? Relativ gut, ja. 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 Und dann gemeinsam Sachen gemacht. Genau. Und ihr seid ja dann von Ö3 dann gleich zu Beginn bei FM4 gewesen? Genau. Also wir haben halt, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, aber so ein paar Jahre lang bei Ö3 gearbeitet und da war das dann echt ganz gut, weil wir auch da totale Freiheit hatten. Also niemand hat uns irgendwas gesagt und sie haben, es war total schlecht am Anfang, also wirklich total schlecht. Aber weil Zickzack war so ein bisschen so nicht vergleichbar mit Treffpunkt und ich weiß nicht, wie die anderen Sendungen alle hießen, aber die waren alle so Quotensendungen, bei uns war das wurscht. Wir waren nur trotzdem auf Ö3. Und ich kann mich dann noch erinnern, dass die Monika Eigensberger, die von Ö3 kam und erst Jahre später FM4-Chefin wurde, in der Kantine mal zu uns gesagt hat,
Das ist reine Hirnwichse, was ihr macht. Es gibt niemanden, den das interessiert. Niemanden. Dann haben das wir gesagt, ist witzig, weil, weil das war ja, das war sie dann von FM4, dass die Monika ja dann immer euer größter Fan war. Ja, ja. Na, ja. Mhm. Ja, weil die Monika ist immer, fühlt sich total verantwortlich für ihre Leute. Aber wenn du nicht bei ihren Leuten dabei bist, dann. Und ich glaube, und dann haben wir ihr gesagt, ja, und das war kurz bevor wir ins Studio mussten, das weiß ich noch, dieses Gespräch. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir hatten jetzt gestern einen Auftritt im Audimarkt. Da kamen, weiß nicht, 400 Leute. Dann hat sie gesagt, das glaubt sie nicht. Sie glaubt es nicht. Und dann gesagt, ja, wir können es dir jetzt nicht beweisen, aber du musst es ja auch nicht glauben. Aber es stimmt. Na, es ist total, es ist so schlecht, was ihr macht. Niemand will das hören. Und wir haben dann gesagt, leider, wir müssen jetzt genau den Scheiß jetzt aufnehmen. Live. Oder damals war es ja noch live. Das war lustig. Und wie arbeitet ihr miteinander? Das wird ja damals ungefähr schon ähnlich gewesen sein. Schreibt ihr gemeinsam? Damals war es so, dass wir immer zusammengearbeitet haben. Also wir haben tatsächlich immer, es klingt so albern, aber es stimmt, mehr oder weniger vierhändig an der Schreibmaschine, damals an der Schreibmaschine gesessen, haben uns immer so 4 Stunden vor der Sendung, glaube ich, getroffen und mussten gegen die Uhr arbeiten. Innerhalb von 4 Stunden hat immer versuchen, irgendwas hinzukriegen. Darum war es dann auch, weil wir viele Kurzgeschichten hatten auch, reißen viele Kurzgeschichten komplett ab, weil es war zu spät. Es ging sich nicht kein Ende mehr aus. Gab's dann, oft sind die letzten Sätze sehr hingeschissen. Was im Endeffekt ein bisschen avantgardistisch dann eigentlich klingt, aber so aus der Not geboren wurde. Genau. Und darum haben wir auch dann immer das Gefühl, oder ich hatte immer das Gefühl, das ist das Gute. Es gibt beim Radio den Begriff, etwas versendet sich. Also wenn etwas geschissen ist, wurscht, es versendet sich eh. So wie es im Schauspiel heißt, es verspielt sich. Es verspielt sich, genau. Ja. Und das war die Grundhaltung. Und dadurch hast du nicht so viel Gewicht auf die Sache gelegt, die du gemacht hast. Und das hat dich aber ein bisschen freier vielleicht gemacht dann auch. Und es stimmt, es gibt so dieses romantische Bild von euch, dass ihr immer so in alten, verrauchten Kaffeehäusern geschrieben habt. Ja, also, das stimmt ja auch. Das stimmt auch. Das stimmt, also ihr seid nie so in so Szene-Cafés oder irgend so gegangen. Ja, irgendwer hat, oder hast nicht du sogar mal zu mir gesagt, das ist euer Büro. Zuerst so, Ja. Aber da haben wir dann auch, weil wir immer im Kaffeehaus geschrieben haben, mussten wir dann auch Kaffeehäuser wechseln, weil das einfach so öd wurde auch dann schon. Und dann haben wir Aber ich habe mich damals gefragt, ist das fördernd? Ist das karge, das nicht so hippe, szenige kreativitätsfördernd? Man sagt ja oft, dass auch die Kreativität wächst mit der Begrenzung des Raums. Heißt es immer irgendwo, glaube ich, in einem Harder-Programm. Auf jeden Fall. Glaubst du, dass man besser schreiben kann in einem Café, wo es nicht so schön ist? Ganz ehrlich glaube ich, dass man am besten schreiben kann, wenn man in einem Mini-Büro ist, eng beisammen sitzt und vor einem, also so in Arbeitszusammenhängen, glaube ich, da geht es am besten. Wir haben damals, hat das uns gereizt, dass es nicht so coole Kaffeehäuser sind, und wir haben dann auch so größere Sachen, die wir geschrieben haben, so weiß ich jetzt nicht, so ein Fernsehkonzept oder ein Kinofilm oder so. Dann haben wir sind wir nach Rostock gefahren, so direkt nach der Wende zum Beispiel, das weiß ich noch, oder nach Budapest. Wir haben dann immer gesagt, wir wollen immer in Osteuropa schreiben, möglichst trist. Ja, eben, das ist genau, ja, eigentlich dasselbe Prinzip. Genau, Bulgarien und so. Also wir sind dann, das fanden wir irgendwie cool. Dann war es aber später, als wir schon beim Fernsehen waren, nervte das in den Kaffeehäusern, nämlich dieses angequatscht werden. Und dann sind wir dazu übergegangen, das exakte Gegenteil, nämlich dann sind wir in Hotelbars gegangen, so in teuren Hotels, weil dort niemand, kein Einheimischer war, außer die Kellner. Und die Saudi-Touristen oder Chinesen haben eigentlich angequatscht. Das heißt, es wurden plötzlich die Ausgaben viel höher, weil der Kaffee plötzlich dreimal so teuer war bei der Arbeit. Aber ihr habt schon besser verdient zu der Zeit. Ja, genau, wir haben dann besser verdient, aber es war dann fast, nein, kein Nullsummenspiel, aber das war halt notwendig, dass du dann wir haben auch uroft den ganzen Sommer eigentlich dann immer
Es gibt so einen Tennisclub im dritten Bezirk, der so total prollig ist eigentlich. Mhm. Du weißt auch nie, ob alle, die dort sind, irgendwie so ein bisschen Milieu eher. Mhm. Mhm. Mischung aus SPÖ-Funktionären und echtes Milieu. Also, aha, okay. Mhm. Über Typen, die den ganzen Tag, da ist eine Sauna und ein Freiluftpool und Tennisplätze in der Halle. Und alle liegen den ganzen Sommer dort, keiner hackelt von denen und wir waren halt dort immer Schreibenden. Mhm. Das war aber auch angenehm. Das ging gut. Ja, das war cool. Sehr gut. Und dieser Stil, euer Stil, man muss ihn jetzt gar nicht besonders beschreiben, das kennt ihn ja jeder, der hat sich dann eigentlich von Anfang an so entwickelt. Also ich habe es nie so gesagt, wir werden jetzt, so Worte wie zynisch fallen oft in eurem Zusammenhang. Das war nie eine Überlegung, das hat sich ganz automatisch ergeben. Das hat sich automatisch ergeben. Es hat sich schon natürlich total verändert, dadurch, dass man Tourneen gemacht hat, dass man so ein fixes Programm hat, wo du einfach runterspielen kannst. Ja. Wo jetzt gar nichts mehr passiert, außer das Runterspielen. Mhm. Das war ja eigentlich nicht das, wie wir begonnen haben. Begonnen haben wir ja, dass wir eben nicht wussten, was passiert. Und jetzt seit vielen Jahren wissen wir immer genau, was passiert. Ja. Und das ist halt ein großer Unterschied. Und dann hat dann auch den Christoph zum Beispiel, glaube ich, verändert, dahingehend, dass er dann das, was er da macht, so gut wie möglich machen will. Also quasi seine Rolle, wenn man so will. Also er sieht das dann plötzlich dann als Rolle auch. Mhm. Ich hab das immer abgelehnt. Ich wollte nie, dass es so wirkt, als würde ich spielen wollen, sondern ich wollte immer eher nur so quatschen und so auch unterspielen. Mhm. Christoph will jetzt gerne auch spielen. Ja, genau. Also diesen Gegensatz gibt es ja mittlerweile sehr eindeutig, aber das hat damals begonnen. Das hat dann begonnen, glaube ich, mit dem immer das gleiche Spielen. Er hat mir dann auch so vorgeworfen, dass ich irgendwas nicht gut mache oder so, was wir früher nie gemacht hätten. Wo ich gesagt habe, was soll das denn? Das ist ja völlig Blunzen. Und er sagt, na, also wenn wir das schon machen, dann soll das auch richtig sein. Und das fand ich interessant. Okay, weil das war ja so ein bisschen immer dein Zugang. Ich kann mich an ein paar Dinge erinnern. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass du einmal zu mir gesagt hast, man kann es sowieso nur so machen, wie man es macht. Mhm. Und das war für mich damals auch sehr interessant, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass ihr euch ziemlich genau überlegt, wie das jetzt wirkt oder dass ihr dieses coole Image euch ziemlich genau überlegt oder vielleicht sogar ausdenkt, vielleicht sogar konstruiert. Aber du hast dann irgendwann einmal zu mir gesagt, man kann es eh nur so machen, wie man es macht. Und das hat mich damals ziemlich beeindruckt. Und so war es scheinbar dann auch. Das ist auch genauso. Das glaube ich. Also ich glaube, es ist. Also bei dem Beruf, dem Bühnenberufen, ist es, finde ich, wirklich interessant. Es gibt Leute, denen siehst du an, dass sie arbeiten auf der Bühne, dass sie sich bemühen. Und dann gibt es Leute, denen siehst du an, dass sie dagegen arbeiten, gegen die Bemühungen arbeiten. Aber es ist auch irgendwie eine Arbeit. Und dann gibt es so Leute wie, und das finde ich immer so spektakulär, so Nia Warani zum Beispiel. Der geht auf die Bühne, der muss gar nichts tun. Der ist auf der Bühne, ab dem Moment, wo der auf der Bühne ist, lieben den die Leute. So. Ja. Und dann gibt es runtergehend von Nia Warani eine Abstufung. Bis hin zu Leuten, die durchgehend hackeln müssen, die ständig beweisen müssen, quasi die Begründung, warum sie überhaupt auf der Bühne sind. Das war ja bei euch zum Beispiel oder bei dir ist es ja auch so, du unterspielst ja so cool auch. Das heißt, da hat man das Gefühl, du kämpfst nicht darum und das ist dann was ich total mag. Ja, danke schön. Also ich versuche wirklich, dass es so... Nein, ich versuche es so zu machen und es freut mich, wenn es so wirkt. Und du weißt aber genau, wir müssen jetzt gar keine Namen nennen, aber es gibt eben Kollegen, die sind total bemüht auf der Bühne. Das Problem der Bühne ist, dass man überhaupt nicht in der Hand hat, wie die Leute das finden. Aber man ist irgendwie abhängig von denen. Wenn Nia kann sein Leben lang immer spielen, immer vor vollen Häusern. Andere müssen dann halt immer sich auch überlegen, wie fülle ich mal, also wie geht das? Ja. Und würdest du sagen, dass das beim Nia oder eben auch bei euch was ist, das man nicht lernen kann? Das, was der Nia macht, kannst du nicht lernen. Also das, was der Nia
es gibt Dinge, die er macht, die kann man lernen. Also er spricht sehr gut. Also er hat ja so diese Theatersprech. Mhm. Das kann man lernen. Aber du kannst nicht lernen, dass die Leute dich lieben, wenn du auf die Bühne kommst. Das ist schwierig. Verstehe. Wie läuft das jetzt dann bei Willkommen Österreich? Das ist ja mittlerweile sehr routiniert, aber angefangen hat es ja auch mit einem etwas anderen Konzept und das habe ich aber dann sehr bewundert an euch. Und das ist generell sowas, das finde ich an euch so bemerkenswert, dass ihr letztlich dann doch aus allem irgendwie was extrem Gutes machen könnt. Und irgendwie gegipfelt hat es dann in diesem Willkommen Österreich-Ding, wo das Konzept ursprünglich ja überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Und das hat mich aber dann so beeindruckt, dass ihr dabei geblieben seid und das so nach und nach in eine Sendung umgebaut hat, die jetzt seit 500 Folgen hervorragend funktioniert. Ja, es war die, also es war eine ganz eine komische Geschichte eigentlich, weil wir wurden gefragt, ob wir dabei sein wollen bei einem Dreierradl, also drei Teams, die das moderieren, Willkommen Österreich. Und das war die Idee von Puntigam und Heipel, nämlich Willkommen Österreich, die alte Deko von dem alten Willkommen Österreich zu benutzen und da genau, irgendwie richtig, Quatsch zu machen. Genau, richtig, ich kann mich erinnern. Genau. Und dann hat aber der ORF irgendwie oder irgendwer hat dann gefunden, dass das mehrere Teams machen müssen. Mhm. Und dann sind daraufhin Heipel und Puntigam ausgestiegen, weil sie das alleine machen wollten. Mhm. Da waren wir aber noch immer gar nicht involviert eigentlich. Mhm. Und dann wurden wir auch gefragt. Und die Idee war eine Angstshow. Also jede Sendung eine andere Angst, die behandelt wird, mit einer diffuses Licht, Strümpfe über den Kameras, Angstsounds von Philipp Quenberger, alles spooky und wir müssen immer so tun, als hätten wir diese Angst und dann führt man auch Gespräche über diese Ängste. Also eigentlich total Mischugge, eigentlich eben schon klar, dass das eine Totgeburt ist. Mhm. Und dann waren wir und dann gab es ein Team, Thomas Edlinger und Fritz Ostermeier und dann gab es noch ein Team, ich glaube, der Hermes und die Indigo, Electric Indigo. Ja, richtig, jetzt kann ich mich erinnern. Ja, genau. Mhm. So, und ich glaube, die haben das jeweils einmal gemacht und wir haben es irgendwie zwei, dreimal gemacht. Und dann hat der ORF gesagt, okay, die Quote ist komplett im Keller. Wenn wir jetzt nicht bald was verändern, wir kriegen noch zwei oder drei Sendungen Chance und wenn dann es ein bisschen besser wird, dann wird das wieder eingestampft. Und da war, glaube ich, gerade Sommer oder so. Auf jeden Fall war ich auf der Donauinsel auf der FM4-Bühne und da waren Ruskaya, die haben da gespielt und dann habe ich so gefunden, dass die Stimmung so gut ist im Publikum und so ganz anders als die Stimmung bei Willkommen Österreich. Dann habe ich vorgeschlagen, den Philipp, den ich sehr schätze, aber vielleicht doch auszutauschen gegen die und dass wir vielleicht doch die Strümpfe von den Kameras ziehen und vielleicht das Licht ein bisschen heller drehen und einfach mit Gästen normal reden. Ja. Am Anfang irgendwas machen. Dann, aber die Produktionsfirma hat gesehen, okay, es wird bald eingestellt, also müssen wir was verändern, dann machen wir das so halt und dann haben wir es so gemacht und dann ging das sofort ein bisschen nach oben, und dann durfte es weiter gesendet werden. Aber da war dann nur mehr ihr zwei im Gespräch. Da waren dann nur noch ihr zwei, genau. Okay. Und jetzt läuft es seit... Ja. Ich glaube, 15 Jahren oder so. 14, glaube ich. Ja. Eigentlich immer nach demselben Schema, Modell und das funktioniert wunderbar. Und jetzt wollte ich einfach auch, vielleicht weil es die Pensionistinnen und Pensionisten zu nennen, meine Hörer ja auch interessiert, wie entsteht denn eine Willkommen Österreich-Sendung so Woche für Woche für Woche? Wie ist der Workflow? Der Workflow ist so, dass wir donnerstags am Vormittag, nachdem ich mein Kind zum Kinderhaus gebracht habe, treffen wir uns und überlegen uns so ein paar Dinge. Mhm. Das ist deswegen am Donnerstag, damit, falls wir irgendwas brauchen oder irgendwas organisiert werden muss, man noch den Freitag auch zur Verfügung hat. Da treffen wir uns zu viert und dann treffen wir uns am Sonntagabend nochmal zu viert. Und dazwischen treffen sich aber die Autoren und die Gästeredaktion. Darf ich eine Frage, wer die vier sind? Der Christoph? Der Christoph, du, ich, der Matthias Schutti und der Florian Kehrer. Naja. Und
Und der Matthias leitet auch die Autorensitzung oder ist in Kontakt mit den Autoren und mit der Redaktion. Und wir treffen uns dann eben Sonntagabend und schauen uns diese Clips an, die die Sichter, wir haben auch drei oder vier Sichter, das schwankt immer ein bisschen, was die so in der Woche geschaut haben, deren Problem immer ist, dass sie ausschließlich ORF-Material sichten können, weil wir sonst Geld bezahlen müssten. Und das ist aber gratis, also zeigen wir immer nur ORF-Ausschnitte. Das schauen wir uns dann am Sonntag an, bequatschen noch den Rest und dann Montagmittag treffen wir uns dort und dann ist nochmal eine Gästesitzung und dann ist technischer Durchlauf und dann haben wir noch 2 Stunden, um den Text zu lernen quasi. Und dann ist die Aufzeichnung. Also dann kommen immer um 5 kommen die Gäste, dann begrüßen wir die Gäste und müssen aber eigentlich noch lernen und um 6 zeichnen wir auf. Und in diesen 2 Stunden müsst ihr den Stand-up-Teil lernen und euch vorbereiten auf die Gäste? Auf die Gäste haben wir uns vorher schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben vorher um 2 über die Gäste geredet und so ab, also um 3 ist dann der technische Durchlauf. Im Moment ist es jetzt so, dass ich danach dann noch immer so ein Social-Media-Zeugs machen muss. Irgendwie mache ich immer mit Kollegen, die dort sind, also aus dem Team. Da müssen wir noch die Promo machen für die nächste Sendung. Und dann haben wir in der Regel so von 4:30 bis von 4:30 bis 5 Zeit zu lernen und ab 5 versuchen wir das so im Dialog so ein bisschen. Aber kommt im Stand-Up-Teil dann noch irgendetwas von euch oder ist ja, das? Ja, es kommt auch was von uns her. Okay, aber das stellt dann im Endeffekt der Matthias oder? Der Matthias schreibt das Buch quasi. Der Matthias ist so der alle Fäden in der Hand hält, der also mit allen Leuten zu tun hat und der eigentlich dadurch halt eigentlich die wichtigste Person des ist. Und ihr habt natürlich, wenn ich das so sagen darf, ihr habt schon Teleprompter für den Stand-Up-Teil, oder? Wir haben keinen Teleprompter. Nee? Wir lernen das wirklich auswendig. Wirklich? Ja, wir sind, glaube ich, in Wahrheit eine der, ich weiß nicht, ob die einzige, aber immer wenn Kollegen da sind, die was Ähnliches machen, die haben alle Teleprompter. Eben, Wir haben aber nicht, weil der Christoph ist zu eitel, die Brille aufzusetzen. Und wenn dann nur ich ablesen würde, wäre das auch komisch. Ja, witzig. Aha, ja. Okay. Also wir müssen klassisch noch lernen. Da hoffe ich, dass ich deswegen vielleicht ein bisschen später veralzheimere. Aber trotzdem denke ich mir ganz oft, also jetzt im Moment nicht, aber als wir noch Publikum hatten, habe ich mir das oft gedacht, dass das schon eigentlich gar nicht so wenig ist, dass du eigentlich jede Woche eine Premiere hast. Du weißt vorher nicht, es ist, aber noch dazu hast du eine Premiere, die deutlich ungeprobter ist als eine Premiere, die du hättest, eine echte Premiere, die du hättest. Und das ist dann, habe ich so, weil ich habe dann, weiß nicht, so, wenn du so Schauspieler oder Schauspielerinnen mir dann sagen, boah, das war eine Wahnsinnssaison, ich hatte dieses Jahr 6 Premieren. Wo ich dann sage, ich glaube, das ist total schwierig. Aber die ist zumindest geprobt. Du bist dann einigermaßen, die haben ja teilweise 5-6 Wochen Proben, manchmal noch mehr. Und wir haben halt 2 Stunden Probe. Und das ist schon. Und es sind ja dann doch immer, weiß nicht, 300.000 Leute, die dann sehen, dass du quasi die Premiere versemmelst. Erneut und erneut und erneut. schon hart. Okay. Und was mich jetzt natürlich besonders interessieren würde zurzeit ist, wie bereitet ihr euch auf ein Interview vor? Also wir kriegen halt so Gästedossiers, das heißt, wir wissen ein bisschen über die Leute Bescheid und wir haben dann halt so pro Gast in der Regel so 1-2 Zuspieler, so Archivsachen oder so, die wir uns anschauen und sonst nichts. Also wir reden schon über die Gäste und es ist auch gewünscht von allen anderen Beteiligten, dass wir uns was überlegen fürs Gespräch, aber ich mag das gar nicht so gern, ehrlich gesagt. Also meine Hoffnung ist immer, dass es entsteht. Ergibt, ja. Ist natürlich oft Quatsch, weil es ist auch nicht so viel Zeit und viele wollen auch gar nicht, dass was entsteht oder so. Aber die Leute wissen vorher nicht, was ihr fragen werdet. Nee, wissen sie nicht.
Wir sagen nur manchmal, was wir zeigen von ihnen, so Archivmaterial oder wenn wir einen Ausschnitt haben, das sagen wir ihnen manchmal. Mhm. Ja. Ja, aber da ist es ja so, dass, aber das ist man ja auch vom Radio gewohnt gewesen oder von jedem Interview eigentlich, dass man eher versucht, den Leuten klarzumachen, dass man sich freut, dass das stattfindet, dass man froh ist, dass sie da sind, dass das Gespräch gemütlich wird und dass es Wein gibt. Und wir wollen auch danach dann noch, oder das sagen wir denen dann auch immer, wir werden danach auf jeden Fall noch was trinken zusammen. Die Stimmung wird so sein, dass man dann auch trinken wird können zusammen. Ja, also, genau. Ihr trinkt ihr vorher schon? Ja. Weil ich habe unlängst einen Podcast gehört mit Glashäufer Umlauf und der hat erzählt, wie das in Österreich so ist mit Late-Night-Shows und der hat da auch echt zitiert und gemeint, das ist so sympathisch in Wien, weil da vorher schon ein bisschen getrunken wird und die Leute, die dort arbeiten, das sind nicht so wie in Deutschland so gestylte Medienmenschen, sondern es sind scheinbar alles so verschlurfte Philosophiestudenten, die einem weiter den Platz zu weisen und so. Ja. Und dass während der Sendung schon getrunken wird und dann nach der Sendung nochmal. Und die Sidekicks haben dann gemeint, sie wollen das unbedingt, ob wir jetzt auch so machen können. Ja. Aber das trägt einfach der Stimmung bei. Ja. Ich meine, wir sind es vom Radio gewohnt, wir haben am Radio immer währenddessen und vorher getrunken. Und ich, also es ist jetzt inzwischen ist es ja immer so, also ich fange immer erst an, was zu trinken um 5. Also so, dass ich schon mal ein bisschen gelernt habe, den Text. Und bei mir ist es so, ich vertrage nicht so viel wie der Christoph. Das heißt, ich muss genau aufpassen, dass ich genau richtig trinke. Also dass ich ein bisschen Lust habe, das zu machen auch, aber trotzdem noch ein bisschen mich genug konzentrieren kann. Und bei mir ist dann immer so, dass sobald der Stand-up vorbei ist und der erste Gast kommt, bevor der erste Gast kommt, schütte ich mir ganz schnell noch, dann beginne ich meinen Wein, den ich auf dem Tisch habe, zu trinken. Ja, genau. Das ist dann, damit ich fürs Gespräch wieder ein bisschen lockerer werde. Ja, okay. Aber das hat tatsächlich Methode und ist nicht nur, um sich einfach wohlzufühlen, sondern es geht um die richtige Stimmung. Es geht um die richtige Stimmung, in die man kommt, ja. Okay. Und das war jetzt zum Beispiel bei der letzten Sendung. Ich glaube, ich habe einfach nicht Mittag gegessen oder so. Und dann habe ich, wir kriegen immer so ein Prosecco vorher, so um 5, ab 5. Dann habe ich ein Glas getrunken und habe noch ein Glas getrunken. Und das hatte ich aber erst halb ausgetrunken. Und das fand ich habe das so gelernt von Kindheit an, dass man nichts stehen lassen darf, weil es so einen Regen gibt, also aufessen, austrinken. Dann habe ich den so ganz schnell getrunken, weil die Sendung anfing und dann bin ich auf dem Weg zum Studio, habe so gemerkt, hoppa, ich torkle ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, siehst du das jetzt, was wieder schlecht ist, habe ich jetzt nicht gut getan. Okay, ich wollte gerade fragen, ob du dich schon verschätzt hast. Ja, ich habe mich manchmal verschätzt auch schon. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber es ist im Rahmen so, dass man nicht irgendwas passiert oder nein, so. Es ist im Rahmen. Ja. Eine Sache, die in jedem Interview mit euch mittlerweile diskutiert wird, ist so dieses Verhältnis, das ihr zueinander habt. Und immer wird es so schwierig thematisiert und ich finde das fast ein bisschen schade, weil es heißt immer, ihr seid wie ein altes Ehepaar, aber das ist ja auch was Schönes, oder nicht? Also ich habe mir jetzt in der Vorbereitung gedacht, ich würde dich gerne mal was anderes fragen, ich würde dich nicht fragen, was dir am Christoph so nervt, sondern ihr schätzt euch doch nach wie vor eigentlich. Ja, klar. Also ich schätze ihn, ob er mich schätzt, kann ich nicht beurteilen, aber... machen wir es mal umgekehrt, sag doch mal, was du am Christoph schätzt nach all den Jahren. Der Christoph ist irre schnell. Also der Christoph ist wahnsinnig schnell, geistig in vielem, weiß echt viel. Es ist sehr oft in Gesprächen, dass jemand irgendwas sagt und er sagt, na, das ist nicht so, dann wird gegoogelt und er hat immer recht. Wirklich? Ja, er ist auch sehr eitel, was das betrifft. Also er ist sich dessen bewusst. Und darum hat es zum Beispiel mir wahnsinnig gefallen. Wir haben letzte Woche, weil das so selten passiert, glaube ich, habe ich mich darüber so gefreut. Hat der Matthias Schutti gesagt, es gibt eine Studie, dass der Tyrannosaurus Rex so langsam war.
dass ein Mensch, der ging langsamer als ein Mensch und lief aber auch langsamer als ein Mensch. Das heißt, ein Mensch hätte immer dem Tyrannosaurus Rex weglaufen können. Mhm. Darüber haben wir gesprochen. Dann sagt der Christoph, ja, Moment, aber der ist ja viel größer, der Tyrannosaurus Rex. Dann habe ich gesagt, wie? Und? Naja, also wenn jetzt der Mensch 6 Kilometer läuft und der auch, dann ist der ja trotzdem schneller. Mhm. Haben wir ihn alle so angeschaut. Und er hat das ganz lange gebraucht, bis er begreift, dass das Quatsch ist, was er gerade sagt. Weil es ist so, weißt du, wie ein Kilo Federn sind nicht immer leichter als ein Kilo Wurst. Metall, ne? Das hat mich so wahnsinnig gewundert, weil das für ihn extrem untypisch war. Aha, und ich glaube, deswegen kann ich gerade auch so sehr freundlich über ihn reden, weil er endlich auch mal einen Fehler gemacht hat. Das war so wie dieser VP-Typ im Parlament, der gesagt hat, in den Intensivstationen sterben die Leute und sie wollen, dass mehr Intensivbetten sind, dann wollen sie also, dass mehr Leute sterben. Weil je mehr, also weißt du so. Ja, okay. Und du hast aber dann jetzt doch immer mehr in letzter Zeit so ein bisschen deine eigene Schiene gefunden, nämlich das Schreiben. Und hast du da einen anderen Zugang dazu? Oder weil zumindest die ersten Bücher haben schon noch diesen Sterman und Grissemann Spirit, finde ich jetzt persönlich. Aber jetzt in letzter Zeit so mit dem Roman und so bewegt es ja auch schon ein bisschen weg. Ist das so, ist das auch so was, was du mittlerweile als ganz eigenständigen Zweig siehst für dich? Ja, und da ist ja wirklich das Gute, dass erstens, dass man das alleine schreibt, also dass man alleine ist, das ist super, das mag ich auch gern. Und dass es völlig andere Gesetzmäßigkeiten gibt. Es gibt eben, es ist nicht auf schnelle Wirkung oder auf Bühne geschrieben. Es muss überhaupt nicht, es müsste nicht mal unterhaltsam sein. Es könnte auch quasi, es könnte literarisch sein, aber mich interessiert dann trotzdem irgendwie auch immer so eine Emotion drin. Also vor allem, ich muss sagen, die ersten Bücher haben schon eben diesen klassischen Humor und das hat mir gerade deswegen immer sehr getaugt, muss ich sagen. Ja. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich das Schreiben, also mindestens gleich, für mich selber ist es gleichwertig. Also das wäre nämlich meine Frage gewesen dann. Ja. Und das ist halt so da, wo ich auch mehr arbeite als für die anderen Sachen, weil es auch mehr Arbeit ist. Und das Geile aber auch ist, dass das so eine lange Arbeit ist. Also da ich ja vom Radio kommt und Fernsehen, das funktioniert ähnlich, das ist ja so dieses relativ schnell arbeiten, dann kommt das nächste, wieder relativ schnell und immer auf Rotlicht hinschreiben, im weitesten. Und beim Roman ist es so, dass du, das dauert ewig und dann ist es irgendwann fertig. Und dann dauert es dann aber nochmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bis das erscheint. Und das heißt, dass du bist jahrelang mit einem Ding beschäftigt. Das finde ich irgendwie gut. Das mag ich gern. Ja, ja. Und darf ich das an dieser Stelle schnell fragen? Das ist nämlich etwas, was ich mir immer wieder stelle. Bei Leuten, die so umfangreiche Bücher schreiben. Bei dir war es dann diese Figur von diesem Hammer. Wie kommt man zu dem Thema, von dem man dann sagt, okay, damit beschäftige ich mich jetzt 3 Jahre oder so. Ja. Weil das ist ja, also ich glaube, wenn ich ein Buch schreiben würde, oder das ist, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten für mich, zu sagen, okay, das ist es jetzt. Es gibt ja Unmengen an Möglichkeiten natürlich. Und wie kommt man zu dem Entschluss, okay, das ist es jetzt? Ja, du hast du total recht. Also da war es so, sagen wir mal so, der Roman, den ich vorher geschrieben habe, der heißt Der Junge bekommt das Gute zuletzt. Das war das war mir total klar, dass ich das machen wollte. Das hatte ich, irgendwann ist das so in meinem Kopf entstanden und war so ganz, hat sich so ganz schnell entwickelt in meinem Schädel halt. Also das war ganz leicht. Ich habe das auch in ein paar Monaten geschrieben, das ging ruckzucki. Und ich hatte aber vorher schon immer so, in meinem ersten Roman, da hatte ich damals gelesen was über eine österreichische Kolonie.
im Pazifik. Mhm. Und das war so eine bescheuerte Geschichte, so klassisch österreichisch irgendwie. Und da habe ich immer so gedacht, ja, das hätte ich irgendwie Lust. Das klingt so spannend. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und es gibt so ein Logbuch von diesem Schiff, die damals, und es war wirklich armselig. Es war eigentlich eine lustige Geschichte. Mhm. Und dann hat aber ein Kollege von mir, unabhängig, dem habe ich das irgendwann mal erzählt und so Monate später oder sowas, sagt er zu mir, na, das schreibst du nicht, weil ich habe schon angefangen daran zu schreiben. Und dann haben wir uns total gestritten irgendwie und dann habe ich so gedacht. Ein Schriftsteller-Kollege. Ja, genau. Zufällig? Behauptete er. Aha. Und dann habe ich halt gesagt, gut, so im Trotz, dann schreib du es halt. Aber ich hatte halt so im Kopf historische Roman. Und dann eben hat mir diese Freundin, die in der Akademie der Wissenschaften arbeitete, so eine Führung gemacht, die super spektakulär war und das sind so tolle Räumlichkeiten, die Akademie der Wissenschaften. Also wirklich irre. Und das waren so, es war nachts diese Führung und da waren überall so Schreibtische in diesen Gewölben, wo es überall Deckenfresken gab, im Keller der Akademie, wo du das Gefühl hattest, die kommen jetzt, die kommen gleich wieder, die haben sie nur kurz auf dem Klo oder so. Wirklich noch mit Arbeitsmaterialien und Stiften, also Wahnsinn, irre toll. Sehr spektakuläre Führung und am Ende standen wir eben vor dieser Büste von diesem Typen. Und dann hat sie gesagt, das war unser erster Präsident, der war Orientalist, Hammer Purgstall, der hat 1001 Nacht übersetzt und hatte ein Schloss in der Steiermark mit einem Kuhstall und vor jeder Kuh hatte er einen arabischen Spruch an der Wand stehen, auf dass die Kuh mehr Milch gibt. Da habe ich gesagt, hä, noch nie gehört. Dann hat sie gesagt, ja doch, der war wirklich wichtig und Goethe war von dem inspiriert und der kannte Gott und die Welt und so. Und dann hat sie ein bisschen erzählt und es klang alles total super. Und dann habe ich die Autobiografie von ihm gelesen und war dann angefixt, total angefixt, weil das für mich so ein bisschen aus eine Mischung aus Münchhausen, Abenteuerroman und total österreichisch. Und ich habe dann so gedacht, hä, wieso kennt den kein Mensch? Das ist ja ein irrer Typ irgendwie. Ja, so fing das an. Okay. Und dann habe ich aber schon auch noch, dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und dann habe ich meinem Lektor das erzählt und dachte, dass der sagt, ja, eher nein. Und dann hat er gesagt, hat er mich angerufen irgendwann und hat gesagt, ah, hier bei Rowohlt sind jetzt alle ganz aufgeregt, weil jeder kennt den. Was mich gewundert hat. Und es gibt ja keinen Roman über den und das ist total super. Und dann war ich total überrascht und habe so angefangen. Und das war so geil, weil ich habe in der alten Wohnung angefangen. Das war direkt an der Ecke Porzellangasse, wo ich mal den D-Wagen gehört habe. Während ich so geschrieben habe und so und gelesen habe, habe ich den Kompass in die Hand bekommen. Das ist von einem französischen Schriftsteller. Ah, Kindesbuch, ja. Genau. Und lest das so irgendwie und da kommt dann auch Hammer Purgstall vor und auch es geht auch um einen Orientalisten und so und wo ich dann dachte, oh na echt, jetzt hätte ich das irgendwie gemacht, dann habe ich in Hamburg angerufen, ich lese gerade den Enar und dann hat der Lektor gesagt, ja vergiss es, der wurde uns auch angeboten, wir wollten ihn nicht. Wirklich? Gesagt, ja, aber der hat den Prix Concours gewonnen und dann haben die gesagt, ja wurscht, uns egal, das ist was anderes, was du machst und dann konnte er weiterschreiben. Okay. Und das ist vor 2 Jahren oder wann? Auf einem guten Jahr. Ich habe kein Zeitgefühl, vor allem jetzt in der. Ja, genau. Nein, aber es ist schon vor der Pandemie rausgekommen. Ja, vor der Pandemie rausgekommen. Ja. Ich hatte auch Lesungen. Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde dieser Satz lauten? Ich finde, das Jahr 2020 hat sehr gut angefangen. Es hat dann nachgelassen. Also der Jänner war gut. Jänner war, glaube ich, ganz gut. Ja, Jänner, Februar war ganz gut. Und dann war es wie so oft, dass irgendwo sehr weit weg irgendwas komisch ist, was so weit weg ist, dass es uns überhaupt nicht betrifft. Aber interessant, dass es dann anders kam. Aber das Jahr hat sehr gut begonnen. Ich bin ja Rheinländer und deswegen positiv. Und also Jänner 2020 war gut. und der Rest halt dann so nicht mehr so. Ja, nicht mehr genau. So. Hast du es vermisst, das Spielen? Nein, ich habe interessanterweise das Spielen nicht vermisst, habe ich immer gesagt, nur meine Freundin hat immer gesagt, tu doch nicht so, als würdest du es nicht vermissen.
Sie hat an mir gemerkt, dass ich es scheinbar vermisse. Ich selber hätte mir das nicht zugestanden, das zu vermissen. Ich habe eigentlich dann ganz, und das war bei vielen Kollegen ja so, dass sie gesagt haben, ah, ich vermisse es, oder andere Kollegen, die gesagt haben, interessant, ich vermisse das überhaupt nicht so. Und ich glaube, da hängt auch, das hängt viel damit zusammen, ob man jetzt ein okayes Privatleben hat oder nicht, weil da kommt man ja plötzlich drauf, dass man zum ersten Mal eins hat. Ich habe es eigentlich nicht vermisst. Und schließt du daraus, dass dein Privatleben in Ordnung ist? Nee, ich schließe daraus, dass ich an meinem Beruf gar nicht so hänge, wie ich dachte. Ah. Mein Privatleben ist wie immer, wie jedes Privatleben, auch immer ausbaufähig. Ich fand das dann irgendwie so eigenartig, weil man so das Gefühl für den Beruf komplett verloren hat und man kann sich immer weniger vorstellen, was ist das eigentlich? Wird man das nochmal machen? Hat man es verlernt? Hat man das Gefühl verlernt quasi für diese Situation? Und da war es irre cool. Vor ein paar Wochen war ich im Volkstheater und da gab es Blackbox, so ein Theaterstück. Vom Rimini-Protokoll, die haben das gemacht. Es war total cool. Es war eine Führung durchs Volkstheater. Immer in 5 Minuten Abstand bist du alleine durchs Haus gegangen mit Kopfhörern und hast eine Art Hörspiel gehabt eigentlich, wo du aber selbst, du musstest immer gehen und immer in den nächsten Raum, nächster Gang. Und irgendwann, und es war wirklich großartig, und irgendwann stand man beim Inspizienten neben der Bühne. Und dann wurde so von den Leuten erzählt, von Schauspielern, wie das Gefühl ist, wenn man da steht, bevor man auf die Bühne geht. Und bei uns, bei Leuten wie uns, ist es ja so, dass wir das kennen, dieses Gefühl. Und wir kennen dann auch das Gefühl, dann auf die Bühne zu gehen. Und dann ging man auf die Bühne, dann stand man da im Scheinwerferlicht auf der Bühne. Und das war totaler Flashback, also ein wirklicher Flash irgendwie. Zu sehen, ach ja, das ist ja mein Beruf eigentlich. Ich kenne das so gut und vielleicht. Und jetzt ist ja langsam das Gefühl, dass es scheinbar ja wiederkommt, dieser Beruf. Und das verwirrt mich gerade am meisten. Also ich kannte bis jetzt immer nur Mails, die kommen, abgesagt, verschoben. Und jetzt steht da plötzlich, du hast dann, da ist eine Lesung, da ist ein Auftritt und das kann ich mir alles noch nicht gut vorstellen. Hast du irgendwas gelernt über dich in der Zeit? Ich habe nichts über mich eigentlich, glaube ich, gelernt, aber ich habe gefunden, dass ich das irgendwie geschätzt habe an der Zeit, dass das sowas Kollektives ist. Ich mag dieses Gefühl, dass wir alle das haben. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Das hat man irgendwie hat man das. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen darf, aber das hat mir getaugt. Ja. Das war ein bisschen so wie Fußball-WM oder so. Ja, genau. Also meine Freundin hat dann eben mal gesagt, das ist ein bisschen so, früher haben die Leute alle ORF2 gleichzeitig geschaut, irgendwas. Genau. Hätten das oder so. Und das war so ähnlich. Und ich war jetzt, auch bei den Teststationen ist das auch so, dass alle sind so freundlich zueinander. Und das hat so diesen Kollektivgedanken halt. Und ich finde ja fast, dass man alle paar Jahre das machen sollte. Vielleicht nicht so lang dann, aber ein bisschen. Ja, wahrscheinlich, man müsste es irgendwie anders inszenieren, ohne diese Kollateralschäden. Ja, ohne Intensivstationen und ohne Tote. Aber so das Reduzieren und dass dann keiner fliegt und so. Oder ich war letztes Jahr dann trotzdem im Sommer in Venedig und das war spektakulär. Also Venedig zu erleben, mal ohne Menschen, wow. Und auch, ich weiß, die Westösterreicher, die ja alle weiter Ski gefahren sind, waren total happy, weil sie jetzt mal die Pisten für sich hatten. Das war. Ja. Und es gab zwei Drittel weniger Skiunfälle. Auch mal gut. Genau. Und weniger Verkehrsunfälle. Genau. Ja, es hat einige positive Aspekte gehabt, diese ganze Umweltsituation und so weiter. Und für dich persönlich, oder man hat es immer wieder gehört, oder eigentlich jetzt. Diese ganze Diskussion um Systemrelevanz. Hast du eine Sinnkrise bekommen in der Zeit? Nicht mehr als sonst. Also ich habe nicht darunter gelitten, dass ich nicht als Erster geimpft wurde, weil ich unglaublich systemrelevant bin. Da schätze ich mich selber schon gut ein.
Ja, und vor mir habt ihr die Fernsehsendung auch. Genau, ja, genau. Ja. Da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie auch gut ist, glaube ich. Irgendwas müssen Leute ja auch machen. Also, dass man ihnen irgendwas halt gibt, wo unter Umständen sie dann mal eine Stunde sich das halt anschauen. Das finde ich schon gut, wahrscheinlich gut. Aber meine eigene Systemrelevanz habe ich noch nie überschätzt. Okay. Ja. Und was hast du dann so gemacht in der Zeit? Gelesen? Naja, also anders als viele Kollegen habe ich dann nicht in der Zeit endlich 7 Alben produziert und 15 Romane geschrieben, sondern ich habe halt in der harten Zeit war ich Vater. Und zwar zu nur Vater, ja, dann halt. Also du hast, glaube ich, einen 2-jährigen. Fünf, der ist schon 5. Ja, ja, der wird ja auch älter. Entschuldigung, ja. Der ist 5. Das war aber irgendwie war auch cool. Und wir hatten dann irgendwann auch das Glück, dass unser Kindergarten dann wieder anfing und die haben das gut durchgezogen. Also das war dann schon auch gut, dass ich dann Zeit für mich hatte, dass ich so am Anfang im Lockdown, es war schon verrückt, weil meine Freundin durch normal arbeiten konnte und ich dann halt mit dem Kind die ganze Zeit war. Aber in der harten Zeit eben ohne andere Kinder zu treffen am Anfang. Und das war dann schon. Also wir haben halt, ich weiß nicht, unendlich viel gespielt. Was ja auch gut ist, aber als Erwachsener irgendwann auch mal. Natürlich, reicht. Aber so Spiele für 5-Jährige. Ja, ja, genau. Was ist da momentan so? Na, wir haben, also im Lockdown, das war unser Hauptding, haben wir Captain Knalltüte gespielt, hieß das. Da saßen wir mal da drüben am Sofa. Und er war ein Pirat, der hatte so ein Piratenschiff und er war Captain Knalltüte. Und meine rechte Hand war ein Nilpferd und ich selber war ein Museumsdirektor und hatte dann immer in meinem Pullover drin irgendwas im Tresor im Museum. Okay. Und das Nilpferd konnte dem Captain Knalltüte immer den Code verraten, weil das Nilpferd alle Codes kannte von den Tresoren. Und dann ist dann immer in der Nacht dann Captain Knalltüte gekommen und hat mit dem jeweiligen Tresorspruch den Tresor geöffnet und alle komplett leer geräumt. Okay, und du warst Captain Knalltüte? Nein, er war Captain Knalltüte, ich war der Museumsdirektor und das Nilpferd. Und du hast den Code gewusst, das ihm Nilpferd gesagt? Hat den, genau. Das war dann immer, er musste dann immer, weiß nicht, den Zeigefinger hochheben und irgendeinen Schwachsinnsspruch aufsagen und dann ging der Tresor auf. Und was war drin? Naja, so Sachen, Spielsachen von ihm, so irgendwelche oder kleine Gegenstände, die halt in meinen Pullover passten. Also Uhren, manchmal Geldmünzen, Stifte. Okay. Das war dann aber ein besonderes. Ja, es war eh nett, aber es war halt auch sehr ausführlich. Also wir haben es sehr oft gespielt. Musst du ja Kinderfernsehen schauen und so? Ja, mache ich aber gern. Ja? Ja, schaue ich gern. Was taugt dir? Sendung mit der, ja, also jetzt ist unglaublich super, ist Checker Tobi. Das ist so im bayerischen, bayerisches Fernsehen und das ist wirklich großartig. Das ist so immer ein Typ, eben dieser Tobi, der halt so Themen erklärt. Also, weiß ich nicht, Sicherheit oder das Geheimnis des Lebens und so. Und dann ist es super aufwendig gemacht und wirklich interessant. Also wirklich super. Und Anton liebt, also mein Sohn liebt es und ich liebe es aber auch. Aber ich liebe auch Sendung mit der Maus. Jetzt schauen wir, wie die Schlümpfe. Finde ich auch gut. Ja, ich finde eigentlich alles gut. Ja. Aber da hat sich scheinbar gar nicht so viel getan, weil die Schlümpfe hat es damals schon gegeben. Genau, die Sendung sind auch der Anfang der 80er Jahre. Ja, ich glaube, aus 81 ist diese Folge, die er schaut. Na, es ist schon total okay. Manchmal müssen wir dann auch wirklich einen Scheiß schauen, weil er dann hat er völlig zu Recht gesagt, ja, Papa, weil dann sage ich, du, das ist wirklich Schrott, also das müssen wir jetzt echt nicht schauen. Und dann sagt er, ich war jetzt den ganzen Tag im Kinderhaus, das ist meine Arbeit und ich muss dann manchmal auch so klumpert schauen. Und das kennt man ja auch. Ne? Ja, ja, okay. Ach so, also er sieht das als sehr ernsthafte Arbeit dort und genau. Daheim entspannt. Ja, nein, es ist ein Montessori-Kindergarten, die müssen ja echt arbeiten. Ja, klar. Ja.
Und du selber, was liest du oder schaust du, Filme, Serien? Ich schaue dann abends, wenn er schläft, schaue ich Serien. Mhm. Ich schaue nie Fernsehen, weil ich kann, habe ich vor Jahren verlernt irgendwie. Ich kann, nicht zappen und ich. Mhm. Dann lese ich noch. Okay. Oder ich lese tagsüber, also wenn ich hier so rumhänge. Ja. Und ich habe halt so, das war aber auch gut in der Zeit. Ich habe so vier verschiedene Kolumnen und das ist dann auch so eine gute, das konnte ich auch im Lockdown auch, als ich unkonzentriert war, halt so, dass ich dann zumindest diese kurzen Texte schreibe. Das war angenehm. Mhm. Und hast du Filme, Bücher, Serien, die du empfehlen kannst? Nur so ist, das ist immer so ein kleiner Serviceblock für Leute, die. Also Bücher zum Beispiel empfehle ich sehr. Ken Taroff heißt der. Das ist ein amerikanischer Erzähler, der leider gestorben ist vor ein paar Jahren. Und dankenswerterweise hat Diogenes Verlag seine Bücher neu übersetzt. Mhm. Ich finde das ganz, ganz fantastisch. Das spielt alles in einer fiktiven Kleinstadt in Colorado. Und es sind ganz einfache Menschen, ganz einfache Geschichten rund um diese Menschen, aber alles ist getragen von so einer riesigen Solidarität untereinander. Die sind total nett, die Leute, finde ich. Das ist so eine Welt, wo auf irgendeinem Klappentext ein Zitat von jemandem ist, der sagt, man will diese Welt nicht verlassen, wenn man einmal drin ist. Und das ging mir genauso. Und da war ich dann so dankbar, dass es eine ganze Reihe, es gibt glaube ich 5 Bücher, die übersetzt sind und das ist wirklich super. Und wie heißt der nochmal? Kent Haruf. Okay. Haruf. Alles klar. Okay, eine Empfehlung. Das ist eine dringende Empfehlung, ja. Okay. Ich finde den super. Und Serien, schaust du Netflix? Ja, Netflix. Ja. Also darum bringt es das auch nichts, glaube ich, da jetzt irgendwas zu empfehlen, weil das weiß ja eh jeder. Das hat ja jeder alles schon gesehen. Und ja. Aber ich war jetzt zum Beispiel, ich habe mir nochmal Breaking Bad angeschaut, was ja quasi so die Einstiegsdroge damals war und verstehe auch wieder, warum ich das als Einstiegsdroge, warum es funktioniert hat. Ja, weil es einfach so gut, weil's einfach so gut ist. Ja. Und ihr habt früher immer in Salon Helga habt ihr immer sehr, sehr sympathische Musik gespielt, habe ich den Eindruck gehabt, das waren immer, eigentlich immer nur so deutschsprachige Lieder. Hörst du das noch? Ja, also manchmal mit dem In Wahrheit ist es aber jetzt so, dass ich habe das große Glück, dass ich so ein kleines Stelzenhäuschen habe in Kritzendorf. Und wir, aber das ist nett. Und das war auch im Lockdown, war das eben total super. Ja, das glaube ich. Ja. Und da hören wir dann immer, weil wir mit dem Auto hinfahren, weil wir oft so Sachen transportieren müssen. Man kann im Zug auch super hinkommen, aber wenn wir was transportieren, dann nicht. Und mein Sohn will immer eigentlich Heavy Metal hören. Weil er sagt uns immer, wenn es irgendwie ruhiger wird, sagt er, ich penne gleich ein. Wirklich? Also dann hören wir immer auf der Strecke halt, dann hören wir halt oft so, weiß ich nicht, aber so Heavy Metal, eher so 88.6 Heavy Metal. Also so Nickelback oder ja, so. Also eher Hardrock eigentlich. Ja, Hardrock. Eigentlich banalen Hardrock halt. Ja, das hören wir jetzt viel halt. Aber er mag dann auch so deutschsprachige, er mag dann auch so Ideal findet er jetzt gut, aber er findet es auch Tic-Tac-Toe super. So. Aber du persönlich, weil das betrifft mich gerade so, ich merke so, dass ich gerade den Anschluss verliere so an aktuelle Popmusik und ich überlege gerade so, soll ich jetzt in Richtung Klassik gehen oder in Richtung Jazz? Ich sehe das gerade so als Alterssprung. Hörst du diesbezüglich? Na, also ich höre halt, wenn ich Radio höre, dann Ö1 irgendwie, also höre ich natürlich dann viel Klassik. Ja. Aber ich finde, es ging mir immer so, dass ich Musik nie richtig wichtig fand. Also es war mir nie richtig, ich fand es dann oft gut. Also auch das, was wir im Salon Helga gespielt haben, fand ich gut, das hat mir alles gut gefallen. Aber ich von mir aus, wenn ich alleine zu Hause bin, höre eigentlich nicht Musik. Das nervt mich, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich was schreibe. Finde es aber gut, also jetzt so zum Beispiel mit Kind sich Sachen anhören, finde ich gut. Also da höre ich dann auch wieder zu und finde es gut. Aber ich war
gab es dann viele Diskussionen, so, weiß noch, mit Tex Rubinowitz, der mir das nicht geglaubt hat, zum Beispiel, dass ich, dass mir Musik egal ist. Bei den meisten war Musik super wichtig. Ja, eben. Ich habe ja in der Vorbereitung den Podcast da gehört von der Marie Lang und da hast du aber noch erzählt von einem Deichkind-Konzert. Ja, stimmt. Warst du dort? Da habe ich schon paar Leuten gehört, dass das extrem gut geht. Ja, es war super. Also, ja. Dann, da gab es eben den wirklich geilen Moment, fand ich. Irgendwann sind sie mit so einer großen Wagen, mit so einem großen Bierfass oder sowas durch die Menge gefahren unten. Mhm. Wurde so gezogen und haben dabei so eine riesige Fahne gehalten. Mhm. Und da auf der Fahne stand aber drauf, mir ist das jetzt gar nicht aufgefallen, aber meine Freundin sagt, wieso steht da drauf Bier für Nazis? Was soll das? Mhm. Ja, also das weiß ich, vielleicht ist das so super sophisticated. Und nach dem Konzert waren wir da Backstage und dann habe ich gesagt, das war irgendwie so irritierend, warum habtet ihr diese Fahne? Und dann haben die gesagt, wieso? Und dann haben sie gesagt, ja, Bier für Nazis, was soll denn das? Und dann haben die gesagt, echt scheiße, da stand drauf kein Bier für Nazis, aber dann ist der Teil mit kein so umgeknickt, okay, scheinbar. Okay. Das hat mir gut gefallen. Ja, das ist wirklich gut. Googlest du dich selber? Ja, mache ich manchmal, ja. Mhm. Einfach um zu schauen, was so los ist. Ja, und ich glaube, das liegt aber auch mit daran, dass ich nicht auf Facebook und sowas bin. Also ich bin jetzt nicht auf Social Media. Ah ja, gar nicht. Das heißt, da kriege ich dann nie mit, so wie man jetzt irgendwas findet oder so. Da bin ich dann angewiesen auf, steht im Bezirksblatt, steht dann, fanden es nicht gut oder fanden es gut oder so. Dann kann ich zumindest mal einschätzen, wie die Leute das finden. Okay. Aber du hast einen Account, oder? Oder ihr habt einen Account auf jeden Fall. Ja, Willkommen Österreich hat einen, Stefan Grissmann auch, glaube ich. Aber ich glaube. Aber das betreut Hornzel, glaube ich. Ja, genau. Ja, und ich kann nicht auf. Ich kann nicht auf Facebook, weil ich bin ja nicht Mitglied. Also du bist gar nicht. Es gibt so Seiten, wo man dann auch Postings lesen kann, aber. Da ich nicht auf Facebook bin, ist das jetzt auch nichts, was ich so mache. Okay. Wie informierst du dich generell dann so über Weltgeschehen und so weiter? Wir haben halt Wochenzeitungen. Also das reicht ja eh, das ist ja eh Wahnsinn. Ja, ja. Wenn du Falter und die Zeit jede Woche hast, zum Beispiel, das schaffe ich nicht. Von ein paar Leuten habe ich das schon gehört, dass generell das Prinzip Wochenzeitung eigentlich ein sehr schlüssiges ist jetzt mittlerweile. Ja. Und habt ihr beides? Weil ich finde ja beides so schwierig, weil man nicht nachkommt irgendwie. Ja, ja. Mhm. Ich auch viel weniger noch als meine Freundin. Und sonst mache ich halt schon, schaue ich jeden Tag so halt den Klassiker halt Standard Online, ORF Online. Okay. Und wenn ich manchmal, wenn irgendwas Arges ist, schaue ich dann auch Ö24. Also, um zu sehen, so wie die das so finden. Ja. Das interessiert mich dann irgendwie, ob das dann anders bewertet ist. Aber das hat dann fast schon diesen Trash-Charakter. Ja, das hat dann so, hab den ganzen Tag gearbeitet, dann muss man auch mal klumpert schauen. Ja. Okay. Und welche Website ist generell die, wo du am meisten Zeit verbringst? Spiegel Online, glaube ich. Würde ich sagen. Spiegel Online, Kicker, Fußball News, Sport1.de. Ja. Okay. Das ist schon immer nur wichtig für die Fußball und so. Ja, so ein bisschen, Ja. Aber du verfolgst eher die deutsche Liga. Entschuldigung. Also eher die deutsche. Aber ich schaue mir keine Spiele mehr an. Schon länger nicht. Ja. Und früher habe ich mir immer den Kicker gekauft. Und das war für mich immer so ein Glück. So, wenn ich so auf Tournee war und Zug gefahren bin und dann am Bahnhof mir den Kicker gekauft habe, wusste ich, ah, herrlich, das wird jetzt schön. Zug sitzen, Kicker lesen. Das habe ich leider verloren. Und wie ist das eigentlich bei dir, wenn du Sport schaust? Und es beim Fußball ist es natürlich schwierig, aber ich sage jetzt einmal beim Skifahren. Und da fahren Österreicher und Deutsche. Hilfst du immer noch eher zu den Deutschen oder zu den Österreichern und ist es überhaupt egal? Das ist mir komplett wurscht. Also da ist es so, eher so, da halte ich dann zu den Deutschen, glaube ich, aber jetzt nicht dann aus Patriotismus, sondern weil mein Gefühl immer ist, dass die Österreicher eh immer gewinnen. Dann halte ich für die Deutschen oder die, weiß ich nicht, wenn da irgendein anderer fährt. Für die Schweizer nicht, weil da ist mein Gefühl, dass die auch theoretisch zumindest mal auch mal immer alles gewonnen haben. Aber dann bin ich eher so für Norweger oder sowas. Ah ja. Aber du hast dann Fußballclub, wo du Fan bist, oder?
Ja, in Deutschland. Ja. In Deutschland, die MSV Duisburg, genau. Die sind in der dritten Liga, also sehr, sehr schlecht. Aber ich hab gestern für irgendwas, was ich gar nicht genau verstanden habe, gestern so eine halbe Stunde mit Franco Foda Fußball trainiert. Für irgendeine Sportsendung oder für irgendeine Europa-EM-Sache. Und da war dann immer so die Frage, ob ich dann für Österreich oder für Deutschland bin. Da ist es so, dass ich will, dass Österreich sehr gut spielt, aber will dann trotzdem, dass Deutschland gewinnt. Also das ist, glaube ich, das Letzte, was ich so kindlichen Patriotismus noch aus Deutschland habe, dass ich beim Fußball will, dass die gewinnen. Okay. Wenn wir schon bei Kindern waren zuerst, was ist so eine Sache, die man Kindern beibringen muss, weil sie nicht in der Schule lernen? Fahrradfahren zum Beispiel. Okay. Ja. Und was versuchst du deinen Kindern mitzugeben, so als Vorbereitung auf die Welt? Oder ist das zu einfach gefragt? Nein, ich glaube, ich versuche ihnen zu vermitteln, dass das, was sie machen, ihnen Spaß machen soll. Das ist, glaube ich, wichtig. Also, wenn sie sowas tun, wenn sie das von sich aus tun, dass es dann mehr Spaß macht, als wenn sie gezwungen werden, was zu tun. Ja. Und dass es aber total interessante Sachen gibt, die man machen kann, das versuche ich ihnen zu vermitteln. Hast du selber eine glückliche Kindheit gehabt? Ich glaube, ich habe eine gehabt, wo ich so ziemlich wenig machen musste, was ich nicht machen wollte. Ich durfte Sachen ausprobieren. So Sportarten zum Beispiel habe ich sicher, weiß nicht, acht Sportarten oder sowas probiert. Hat alles nicht gut und dann war das aber auch nie ein Problem, dass ich dann wieder aufhöre und was anderes mache. Okay. Und das war für deine Eltern eigentlich so, wenn wir schon dabei sind, okay, dass du in Wien bleibst? Haben die nie gemeint, ob du nicht wieder mal zurückkommst? Die Mutter, für die hat da mehr drunter gelitten, dem Vater, der hat eher so gedacht, dass das, was man da beruflich macht, der hat immer geglaubt, das geht nur, solange man Ideen hat und er konnte sich nicht vorstellen, dass das länger anhalten kann. Also darum hat er diesen Beruf nicht ernst genommen, weil er dachte immer, okay, irgendwann habt ihr keine Idee mehr, dann müsst ihr irgendwas machen, also eher so einen Beruf machen. Und die Mutter fand immer, hatte immer so ein Grundvertrauen eher so in das, was man tut. Und du siehst deine Eltern auch noch regelmäßig? Ja, der Vater ist tot, aber die Mutter ist jetzt 79 und Risikopatientin und die habe ich jetzt auch seit anderthalb Jahren nicht gesehen. Ja. Aber sie sind im Endeffekt schon stolz jetzt natürlich. Die Mutter ist stolz, ja. Vater, so relativ, glaube ich, war der stolz. Also es gab Momente, wo er stolz war. Also meine Mutter hat mir das erzählt, dass er mal in Berlin bei einem Auftritt war und das war so ein großes Zelt und relativ viel Publikum. Und dann war er so stolz, dass er, und ist ein bisschen besoffen wohl auch, dass er auf einen Stuhl steigen wollte, um zu sagen, dass das sein Sohn ist auf der Bühne. Und da hat meine Mutter aber verhindert. Aber trotzdem finde ich irgendwie total nett. Ja, das war nett. Aber auf der anderen Seite habe ich in seinem Tagebuch gelesen, als wir das erste Mal im Burgtheater aufgetreten sind, habe ich meine Eltern eingeladen. Damals, weil ich dachte, das gefällt denen sicher. Und dann habe ich im Tagebuch gelesen meines Vaters, waren im Burgtheater, Punkt, zwar ausverkauft, Punkt, aber Studentenpreise, Punkt, keine Standing Ovations, Punkt, nächster Tag. Da habe ich mir gedacht, noch gelesen, habe Sendung von Dirk und Christoph auf Dreisat gesehen, Punkt, rausgeworfenes Geld, Punkt. Aus. Also darum glaube ich, dass er einen kritischen... Ja, aber umso schöner dann, nicht? Wenn im Endeffekt dann irgendwann stolz ist. Ja. Gibt es irgendeine Sache in deiner Vergangenheit, die du gerne ändern würdest? Ja, ich wünschte, ich hätte damals, als ich war, glaube ich, da war ich 5 und da hat mein Opa mich zum ersten Mal mitgenommen ins Stadion zu MSV Duisburg. Und seitdem bin ich auch MSV Duisburg-Fan und ich wünschte, ich hätte damals gesagt, Opa, ich kann gerade nicht. Dann hätte ich mir wahnsinnig viel erspart, sehr viele Abstiege und Fußball-Depressionen. Ja.
Also du leidest eher mit dem Verein, als du feiern kannst. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Duisburg ist keine ist gute Mannschaft. Einfach nicht gut. Das ist so. Ich habe mein Buch gelesen, sehr gutes von vielen Feuilletonisten. Und da war ein Text drin, wo seitenlang beschrieben stand dann, wie das Gefühl ist, wenn dein Verein Champions League gewonnen hat. Und das wurde ganz euphorisch beschrieben, ganz toll. Und man war wirklich, und dann habe ich umgeblättert und dann stand, dieses Gefühl werden nur ganz wenige Menschen haben, weil die meisten sind Fans von zum Beispiel dem MSV Duisburg, die dieses Gefühl nie in ihrem Leben haben werden. Ja, aber ich finde, das ist ja irgendwie, wenn man in Österreich lebt, sehr verbindend. Ja, bei uns ist ja alles so. Ja, ja. Ja. Mhm. Na, alles. Naja, also zumindest, also du wirst als österreichischer Fußballfan wirst du niemals wirklich internationale Erfolge miterleben, zum Beispiel. Also, das ist ja schon toll, finde ich einfach. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, aber ich stelle es mir großartig vor, auf eine Art, wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist und man kann so Deutschland helfen, einfach so. Ja. Ich meine, kann man natürlich so auch, aber es ist ein bisschen aufgesetzt. Ja, ja, ne? Ist aufgesetzt, ja, hey, stimmt. Das stelle ich mir schon toll vor. Ja, es ist auch toll. Ja. Da habe ich großes Glück. Ja. Gibt es irgendwelche Filme oder Musik, die da taugen und für die du dich schämst eigentlich ein bisschen? Ich habe früher mich immer ein bisschen geschämt, weil ich habe tatsächlich... hat das in mir immer irgendwie eine Emotion ausgelöst, Merci-Werbung im Fernsehen. Ah, wirklich? Da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, was ist mit mir los? Wie krank bin ich, dass ich darauf reinkipp? Aber ich fand das immer emotionalisiert. Ich kann es nachvollziehen. Ja. Ich habe das so mal ganz kurz in einem Programm drinnen gehabt. Mit Merci-Schock? Ja. Ich würde mit dir noch ganz gern ein Spiel spielen, weil du so viel mit Prominenten zu tun hast. Das Spiel heißt das Die Tür geht auf Spiel. Ja. Wir sind auf einer Party, auf einer mittelgroßen Party, ca. 20 Leute, und auf einmal geht die Tür auf und Christina Stürmer kommt herein. Dann würde wahrscheinlich Christina Stürmer einen Großteil der Aufmerksamkeit kurz einmal auf sich ziehen. Mhm. Dann geht die Tür auf und Herbert Prohaska kommt herein. Und plötzlich wäre Christina Stürmer nicht mehr so interessant und alle würden auf Herbert Prohaska schauen. Mhm. Dann kommt Herbert Grönemeyer herein und plötzlich wäre Herbert Prohaska nicht mehr so interessant, sondern Herbert Grönemeyer. Wer wäre für dich die letzte Person, wo dann niemand mehr kommen kann? Wahrscheinlich Michelle Obama. Michelle Obama. Ja, aber ob die auf der gleichen Party ist wie Herbert Prohaska, ich weiß nicht. Es ist ein Spiel. Ja, ja. Ja, ich glaube, dass die so, oder? Hat die nicht weltweit so eine höchsten. Ja, ich glaube Michelle Obama. Gibt es irgendein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig geändert hat? Ja, ich glaube mit 50, ich glaube, ich war 15. Da war damals die NATO-Doppelbeschluss und da ging es um die Nachrüstung. Da gab es in Bonn damals eine Friedensdemo, wo ich glaube 1,2 Millionen Menschen waren und wir auch. Da ging es gegen die Stationierung der Pershing-Raketen, um das ging es damals. Und dann ist man nach Hause gekommen, hat in den Nachrichten gesehen, dass die Polizei behauptet hat, es seien nur 500.000 Leute gewesen. Außerdem würden die Pershings jetzt stationiert. Und das hat dazu geführt, bei vielen in meiner Generation, dass man gesagt hat, okay, das Große funktioniert nicht mehr, man kann ausschließlich privat besser werden. Okay. Siehst du das nach wie vor so? Ja, wobei ich nach wie vor, inzwischen weiß man, dass es 1,2 Millionen wirklich waren und dass es wahrscheinlich nachhaltig trotzdem was bedeutet hat, also auch wenn es in dem Moment vielleicht nichts gebracht hat, aber letztendlich hat es was gebracht. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Das kann ich dir nicht sagen. Und wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren bin ich 60 und sehe mich ausschließlich älter. Das heißt, du hast tatsächlich jetzt in nächster Zeit keine großen Pläne? Also
Also was ich glaube, ist, dass ich in 5 Jahren wahrscheinlich die Fernsehsendung es nicht mehr gibt. Nicht aber trotzdem mein Kind ja noch so klein ist, dass ich noch immer arbeiten muss, weil der muss ja dann, das kostet ja alles. Das heißt, ich werde dann irgendwie irgendwas anderes machen. Dann werde ich wahrscheinlich tingeln. Ohne Grissemann, weil der keine Witze mehr erzählen will. Also muss ich alleine tingeln. Okay. Mal schauen. Okay. Und wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, ja, wie würde das Buch heißen? Auch da mag ich so gerne, es gibt so ein Kindergedicht. Nee, es ist kein Kindergedicht, das ist, von wem ist denn das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist so ein Bild auf Berlinerisch und da geht dann das klopft und jemand macht auf und die Schlusszeile ist dann, und wer steht draußen? Icke. Und das, ich finde Icke irgendwie so, gerade so ein super Wort. Ich mag Icke, das Wort, so gern. Und würde zwar überhaupt keinen Sinn machen, aber ich glaube, ich würde es im Moment Icke nennen. Okay. Dirk, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Dankeschön. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem Pension Schöller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Funkhaus oder Königlberg? Funkhaus. Fernsehen oder Bühne? Fernsehen. Shoppen oder im Internet bestellen? Weder noch. Okay. Staubsaugen oder spülen? Spülen. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Ich glaube, lieber unsichtbar. Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Unter Wasser atmen können. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Eis. Fisch oder Fleisch? Fisch. Pommes oder Erdäpfel? Pommes. Mäcki oder Würstelstand? Würstelstand. Party oder Zusammensetzen? Zusammensetzen. Opernball oder Oktoberfest? Oktoberfest. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Mozart oder Beethoven? Beethoven. Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger? Thomas Bernhard. Mark Zuckerberg oder Bill Gates? Bill Gates. Fußball oder Tennis? Fußball. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung? Kamin. Teppich oder Parkettboden? Parkettboden. Übergangsjacke oder frieren? Frieren. Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest du, oder morgen ist auch noch ein Tag? Morgen ist auch noch ein Tag. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
früh gehen. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Servus, Baba, auf Wiedersehen. Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.